So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea 2. Ich schaue nur kurz. Aufnahme läuft, wunderbar. Also, ich gehe noch mal kurz unser Team durch. Es hat sich ja doch so ein bisschen was entwickelt mit der Zeit. Wir haben inzwischen 12 Leute. Darunter einen weiblichen Orc-Slugger, also eine Art Kriegerin. Dragon Greatsword ist schon eine geile Waffe. Mag ich, mag ich. Dazu haben wir jetzt ein orkisches Kind. Wie lange braucht das eigentlich, um noch. Okay, 36. Wird wahrscheinlich innerhalb dieser Aufnahme, nicht unbedingt in dieser Folge, aber innerhalb dieser Aufnahme erwachsen. Dann. Ach ja, wir haben noch ein Kind, das in 21 Runden erwachsen wird. Okay. Unseren Heiler. Ja, doch, unseren Heiler hier und unseren Chosen. Der inzwischen so viele Fähigkeiten hat, das ist schon ein bisschen lächerlich. Kann aber nur noch einmal ein Level abkriegen. Ah ja, unseren anderen Ork, der mit den Javelins. Krieger, Krieger, Serker, Jäger und. Ach ja, Spider-Boy heißt ja immer noch Spider-Boy. Interessant, dass ausgerechnet der zu sowas geworden ist. So, was gibt's an Ressourcen? Night Demons hatten wir überlegt, uns mal bei Tag mit denen anzulegen. Aber ansonsten schauen wir uns erstmal weiter hier um. Da hat es kurz ein bisschen geruckelt, aber okay. Es gibt auf jeden Fall hier ziemlich starke Gegner. Haben wir was zu kochen? Jo, Fleisch. Die Kräuter bewahre ich mir auf für Flüche und sowas, also machen wir Fleisch mit Fleisch. Wir haben aber generell immer noch relativ viel zu essen, glaube ich. Hier, das natürlich nicht. Wow! Kommen inzwischen aber auf ordentliche Werte hier. Ja gut, haben für 53 Runden noch was zu essen. Das ist nicht das Problem. Aber irgendwann könnten wir überlegen, mal zu siedeln. You discover the remains of an old settlement. Investigate. You find the scattered remains of an old Orc settlement. In the old days, the clans were mostly nomadic, so this is a rare find. You soon realize that the area is riddled with traps, surely protecting something farther in. You're a craftsman, use your skills to disarm these traps. Disarm the traps without trouble. Und dafür gibt's sogar Stahl. Search the place. Discover a buried chest with some of its contents still intact. Gather what you found and leave. Sandstone, Heavy Armor und Silber. Okay, auf jeden Fall kann man damit nette Sachen kaufen. Ganz Night Demons. Ja, wir hatten überlegt. Ach ja, hier unten gibt es noch was zu sammeln. Das sollten wir uns auch noch holen. Aber jetzt gerade ist Tag. Und die Leute sind, glaube ich, fit, oder? Wenn ich jetzt mal so. Ja, die sehen alle relativ fit aus. Dann probieren wir mal einen Angriff auf die Night Demons. Wenn wir da ankommen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann wird. Wir könnten uns davor auch noch irgendwie einen Segen verpassen im Zweifel. Inspire verbessern. Das ist nicht schlecht. Nehme ich gerne mit. Wir kommen in der Runde noch nicht an, oder? Da stehen wir dann davor. Was brauchen wir für einen Segen, ist die Frage. Ne, hier war's. Rituals. Für das hier. Das können wir tatsächlich machen. Silber und Kräuter wären zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder Obsidian. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das Obsidian. Ja, Quarz haben wir nicht genug. So. Kriegen wir in einer Runde hin. Perfekt. Der Kerl hat inzwischen 232 da drin. Das ist der Hammer. So, damit sind wir auf jeden Fall gestärkt und können einmal die hoffentlich platt machen. Die sind ja bei Tag schwächer. Ansonsten waren wir noch dabei, hier weiter zu erforschen. Stimmt, wir haben Earth Vision erforscht. Hier. Gift of Fire. Wir können eigentlich hier weiter generell mal ein bisschen forschen. Oh. Das wäre auch eine Idee.
Dann erstmal Replace Idle. So. Hier hätten wir Higher Education. 3 Erfahrung, die gleichmäßig zwischen den Charakteren aufgeteilt wird. Hm. Naja, das lohnt sich ja nicht wirklich. So. You enter the territory claimed by the Night Demons. You feel many eyes upon you and a deep growl greets you. Have you come to feed our bloodlust, enemy of the night? Da greifen wir mal an. Und, na also, so muss es doch aussehen. The Night Demons are slain and you hear a dreadful howling in the distance. Ein Silberschwert, Runenknochen, Combat Leather, Dazzling Medium Armor, oh nett. Leave. Night Demons und ja, Shadowkin haben wir jetzt einen leichten Abzug bekommen, aber passt schon. Und wir sind wieder etwas überladen, aber passt schon soweit. Ach hier, Show Characters. Show Paper Doll heißt das, okay. Was hat die eigentlich? Wer hat eigentlich Tags? Ach, die ist attraktiv. Interessant. Das wollte ich mal nachgucken. Wer hat sonst noch Tags? Chosen Magic User. Creepy. Ja, das kann ich hier unterschreiben. Halfbreed. Stimmt, der war ein Halborg. Creepy Woodfolk. Also, Dazzling Medium Armor. Ist eine Ecke schwerer. Kann sie wahrscheinlich auch gerade... kann sie nicht tragen. Zumindest nicht... Ja, das Ding ist sowieso nützlich für sie, deshalb... Ich sag sie, aber hier wird immer noch das männliche Zeichen angezeigt. Auf jeden Fall ist das Ding nicht schlecht. Jetzt haben wir hier noch Heavy Armor. Aber deutlich besser als das, was wir hier sonst so haben. Scaled Medium Armor. Shielding auf alles, das heißt auch für Social Challenges und sowas, das ist vielleicht sogar besser als das, was er gerade hat. Kann er auch tragen. Komm, kriegst du. Passt. Ansonsten würde ich sagen, das, was wir hier haben, können wir mal zumindest die Rüstung zerlegen, weil die wiegen halt immer unfassbar viel. So, das reicht hoffentlich. Ja, wir sind nicht mehr überladen. Gibt es hier sonst noch... Ja, da oben sind noch weitere Night Demons. Das heißt, um die kümmern wir uns auch noch. Und dann würde ich sagen, können wir uns auf die nächste Art von Insel stürzen. Weil die Alpha-Clans haben wir auf unserer Seite. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Moment, wir haben doch auch wieder... Ne, Nahrung haben wir nicht gefunden. Okay. Das heißt, wir könnten hier eventuell noch kurz... Ah, ja, stimmt, wir könnten handeln. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Okay, Stärke für die Kleine hier. Große Kriegerin. Oh ne, die hat auch ordentlich was auf Perception gekriegt. Perception ist hier okay. Und hier Death Lover, auch so ein Name. Destiny. Ja gut, warum nicht? Wir schauen nochmal kurz bei den Alpha-Clans vorbei. Ich würde sagen von hier aus, damit wir einen kürzeren Weg zu den Night Demons haben. Ach du Heilige, noch mehr Lightbringers. Handeln wollte ich gerne. Weil ihr hier zum Beispiel so einen Kram habt. Und man damit gute Sachen basteln kann. So. Und wir haben hier schweren Kram. Zack. Und weiter geht's. Wir haben noch weitere... Dämonen der Nacht zu erledigen. Ab der nächsten Runde. Wir werden angegriffen. Und sie sind tot. Steel Medium Armor und wieder einiges an Waffen und auch ein bisschen Nahrung. Tja. Interessanten Weg, den das Ding vorschlägt. Ach, das erklärt so einiges. Aber hier können wir Pilze sammeln. Pilze sind gut. Pilze nehmen wir mit. Wir werden immer wieder angegriffen von diesen Light Six Strieger. Nicht, dass die uns irgendwas anhaben könnten, aber sie versuchen es immer wieder. So, noch ist Tag. Gelegenheit nutzen. Angriff. Resolve manually. Ah, ne. Moment.
Das hatte ich vergessen. Vielleicht probiere ich es manuell? Ich probiere es mal. Zur Not kann ich ja immer noch neu starten. Er hier mit dem Feuerball macht auf jeden Fall ordentlich was. Ich stelle ihn mal hier hin. 47 True Damage, ihr wollt mich doch verarschen. Hier haben wir noch einen mit Ice Spike. Und auch der ist Fernkämpfer. Der sollte möglichst schnell weg, nach Möglichkeit. Den stelle ich mal hier hin, auch wenn ich wirklich Angst habe. Ja gut, irgendeiner muss es machen. Jetzt ist der zweimal da, der Sack. Wen haben wir noch? Ja, irgendwer muss es tun. Und auch den haben wir noch. Würde ich mal hier hinstellen. Mal schauen, wie das läuft. Das tut halt richtig weh. Aber der Feuerball macht schon so ein bisschen was. Was zum Henker? Ach, er stimmt, True Damage. Ach. Woher hat das Biest überhaupt so einen Schildwert? Im Moment hat das Ding Shield Leech. Okay, kein Wunder, dass das so ein Mist wird. Sorry, ihr kennt das. Ich will nicht, dass Charaktere von mir sterben. Ich finde es halt auch so seltsam. Das war beides. Ich hätte vorher den Segen nochmal machen müssen. Bitte sag mir, dass da jetzt irgendwo noch ein Autosave zwischen liegt. Das ist deprimierend. Und dezent dämlich von mir. Aber allein, dass der Unterschied allein durch diesen Segen so krass ist, ist halt absolut lächerlich. Ja, es ist ein Autosave mit drin. Ich finde es sehr seltsam. Man kann halt bei diesen Zahlen nie sicher sein, wie es denn für einen läuft. Aber wir sind auch schon an der richtigen Stelle. Machen wir erstmal hier platt. Zack. Accept Outcome. Bis zum nächsten Tag ist der wieder fit. So. Wir machen auf jeden Fall wieder den hier. Obsidian geht es diesmal nicht. Silber auch nicht. Moment. Ich müsste das benutzen oder das benutzen. Ja gut, davon brauche ich dann weniger. Komm, benutze ich das Mithril. Das ist kacke, aber was willst du machen? So, das sollte jetzt auch klappen. Es ist keine Nachtrunde. Wir haben den Segen. Was? Jetzt habe ich nur sowas? Wieso das? Ach, scheiße. Kriege ich das jetzt immer? Nee, jetzt kann ich das machen. Und jetzt kriege ich wieder sowas. Wer ist auf wie viel runter? -2. -1.
Minus 13. Bitte sag mir einfach, dass die Leute das überleben. Noch kurz weiterziehen, damit ich mich nicht zwingend mit denen anlegen muss und laufe in einer Fünfergruppe. Ambush by Bandits. Oh, wir kennen das. You're good, so your lives. Attractive. Give the captain your best smile. Das ist doch jetzt nicht etwa unser Ork. Egal. Yeah, well, I mean, you're kind of cute, so what do you have in mind? I mean, if you fancy a little time to ourselves on the side, my man will leave you be, for sure. Na komm, gehen wir mit. Ja, wir kennen das. You go into some tall shrubbery and the captain makes sure the man out of sight. Right, listen, I have a reputation, you know. One has to be the alpha in these packs. But I ain't no rapey person, so if you like, we can just sit here, moan a bit, pretend we did the deed and part ways. Ja komm, wir machen das mit. Es war tatsächlich sie. The captain is pleasantly taken aback by your advances and willingly lets you take charge. You spend a passionate hour together until the bored bandit starts to complain loudly. The captain turns to you. Well, as promised, you're free to go and maybe we'll meet again soon. Say you hope so as well. Captain nods, his face saddened. The bandits depart as promised and you find a small gift left for you, carried by a faithful dog. So, jetzt hoffe ich einfach, dass die Charaktere alle die Nacht überstehen. Ach ja, das haben wir jetzt. Ach, Moment. Es war wohl doch einfach durch einen Segen oder sowas. Bitte. Wir werden angegriffen, ist ja klar. Zum Glück niemand noch schlecht immer verletzt. Aber, boah, ich werde die ganze Zeit mit Nachrichten bombardiert. Ich muss das mal so Ruhemodus. So. Also dann. Level up fürs Kind. Battle Orders oder Ghostly Axe? Ich würde hier erstmal Battle Orders nehmen. Battle Orders ist immer nützlich. Ghostly Axe jetzt nicht so unbedingt. Sind denn alle wieder über 0? Noch nicht ganz. Der Chosen ist es noch nicht. Und der Rest ist auch noch so ein bisschen drunter. Eisdämonen. Ah, da geht's wieder zu den Slaven. Ich habe vergessen, das hier wieder anzuschalten. Und ich wollte mir auf jeden Fall auch noch hier diese Artefakte holen. Moment. Da sind sie gerade. Also, einmal runterlatschen. So, dann forschen. Ach, wie sieht es mit der Moral aus? Moral ist von allen super, perfekt. Kochen, wir haben Pilze gefunden. Können wir was mitmachen? Machen wir doch mal das hier. Das bietet sich an. Mushroom Salad. Research ist schon eingestellt, perfekt. Gut, jetzt dürften alle auch wieder über 0 sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand stirbt, ist sehr gering. Wir schauen nochmal, ob wir bei den Alpha-Clans irgendwie handeln können oder sonst was Nettes. Aber ja, bisher hat ja doch ganz gut funktioniert. You come across the ruins of an ancient city. Most likely this was once a dwarven settlement, spat onto the surface by the shattering. Investigate. Through a great tear in the ground, you venture into the ruins of a dwarven city. It has been destroyed, full of rubble and debris, with the skeletal remains of those who perished here violently. You also see what killed them. In the center of the once great place, you see the skeletal remains of a dragon and a giant intertwined in battle. Take from these titans what you can salvage. Oh yeah, beat it, this is our find. A couple of burly dwarven fighters stand in your way, weapons at the ready. Oh, wir könnten entweder angreifen oder Light. Call upon Light and assert that there is no need to spill blood among like-minded folk. Ah, your gods, eh? Aye. That Light of yours seems like an honorable sort of path. We ain't that fussed about kicking your butts.
So you can wait till we're done, then take what is left. Wir versuchen, die zu überzeugen. Try to convince them to split the spoils evenly. Kein Problem. Bah, you have one of those silver tongues, you do. We do our end, and you do yours. Who knows who'll get the better pick, but it seems fair. Metal and stone be with you, laddies. The dwarves move away to salvage their part. Great. Search your part and leave. Oh, Wits für unseren Krieger, das ist sehr gut. Mithril medium armor. Good luck für unsere Kleine. Sehr gut. Und ansonsten, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, passt es jetzt zeitlich sehr, sehr gut, hier einen kleinen Schnitt zu machen. Ich beende dann hier mal die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Das ist konstruktive Kritik. Vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr uns weiternehmt, Domination Victory. Ich werde jetzt nicht die Orks angreifen. Ich suche mir da was anderes. Vielleicht die Elfen. Das wäre doch mal was. Bis dahin. Cheerio.